So, Bild, Kamera, Ton, wir drehen. Jo! Es geht weiter mit Eragon für den Game Boy Advance. Letztes Mal haben wir da oben den nördlichen Bereich dieser Stadt hier, Teirim oder wie auch immer es heißt, abgeschlossen. Eigentlich wollte ich ja jetzt in die Stadt rein, habe ich ja gesagt. Aber da ich aus Langeweile noch ein bisschen gegrindet habe, bis so gut wie nichts in dieser Gegend mir mehr wirklich XP gegeben hat, dachte ich mir, yo, es wird Zeit für Rache. Und da Rache Blutwurst ist, machen wir heute das Schiff. Die Verbindung sehe ich noch nicht, aber wenn sie mir einfällt, sage ich euch Bescheid. So, hier rüber. Den Turm da unten hatten wir erledigt. Sterbt. Du auch. Ich muss mir abgewöhnen, wieder den Spieltaste zu benutzen, weil das hier eine ordentliche Aufnahme ist. Wo ist das Schiff? Oh, ich weiß, was passiert ist. Ich habe mit dem Typ noch nicht gesprochen. Ich habe mit den Aufnahmen, wie sie Spielstände zwischendurch nochmal wieder durcheinander gerutscht. Und deswegen muss ich wohl noch mit einigen Leuten nochmal nachträglich sprechen in der Stadt. Oh, ich krieg das Kübeln. Egal. Also, gehen wir hier doch nochmal in die Stadt, weil ich dumm bin. So, stirb. Jawohl. So, also, Stadt. Ich sagte Stadt, nicht Veteran. Fall um. Bam. Geblockt. Ja, wir haben ja letztens den Stahlbein geholt, den Thron da oben gemacht, die Ruine. Und auch, die Küstenhöhle gemacht, wo ich immer noch der Meinung war, dass da noch irgendwas zu drin zu holen war. So, jetzt rein in die Stadt. Saphira verpisst sich. So, der Typ hier war zu nix Nutze. Ich glaube aber, von dem konnte man Stempel oder irgendwelche Zangen bekommen, die ganz praktisch waren. So, der Typ müsste noch... Nee, packen wir es an. Ja, waren wir doch so. Er war einer, gegen die man kämpfen konnte, wenn man hoch genug geskillt hatte. Ja. Und da ich mittlerweile hoch genug bin, wenigstens habe ich ein Hühnchen. Taschenschmiede einmal. Nett. Bronzeschwert. Das Ding ist doch komplett scheiße! Gebördplatte von Brom. Okay. Gebördelter Helm. Wieder was von Brom. Und gebändete was auch immer. Kräftige Zangen. Oh, bald mal neue Zangen. Sehr schön. Hast du irgendwas zu sagen? Okay, das war der Typ. Vielleicht kann ich dann nochmal mit dem sprechen. Ganz allein am Strand, blablabla, weil sie wen vermisst. Du warst der Kräuterfritze. Du warst der dunkelste Nachtheini. Angelas Lieferung, er hat es persönlich geschickt. Das Schiff wird auf See vermisst. Ja, ist wirklich, allerdings scheint es immer nur einem bestimmten Händler zu passieren. Wirklich, Blablabla. Da ist eine Bestellung, aber sie lautet nicht auf Gift. Strich eine Nachschubroute ein. Sie ist für eine Art Armee, die sich über die Berge in Richtung Süden bewegt. Aber die Vorräte, die aufgelistet sind, ich weiß, was ist. Das sind Vorräte für eine Urgal-Streitmacht. Das Imperium arbeitet mit den Urgal zusammen. Das sieht ganz so aus und es scheint eine große Operation geplant zu haben. Helgrins Tor, das benutzt von Eragon, was auch immer. Das ist vielleicht ein Bogen, vielleicht ein Schwert, was auch immer. Perfekt. Wir haben sie erwischt, bevor sie Informationen weitergeben konnten. Kommandant Burfanael. Oh Gott, Anael. Anael, ja. Wieso verfolgt mich das seit Tagen? Habt ihr gehört, Warnerform? Jetzt ist Schluss. Jetzt bitte schreit nicht so laut, wenn wir euch umbringen. Wenn ihr fertig seid, werft ihre Leichen ins Meer. Ja.
Das klassische Prozedere, sollen die Haie sie fressen. Daneben. Minimal daneben. Bam, bam, bam. Geblockt. Geblockt. Aber leider nicht. Magic. It's a kind of magic. Prisma. Kaboom. Yo, das gefällt mir schon viel besser. Viel Damage und wenig Damage selber nehmen. Leider kassiert Brom relativ viel Haue. Das kann aber gleich wieder hochheilen. Bam. Magic. Heilen. Wupp. Kaboom. Ja, das ist schon ganz annehmbar. Doppel. Fall um. Level up. Scheinbar habe ich doch noch nicht fest, wie stark ich geworden bin. Ja. Was noch irgendwas hier drin? Nö. Level up. Das war nicht. Ja, die ist auf Grund gelaufen. Das könnte das Schiff sein außerhalb der Stadt. Aber ich spreche nochmal mit allen Leuten, um ganz sicher zu gehen. Du warst der König. Weißt du, was er tut, Typ? Das Ding brauchte ich ja, viel höhere Magieausrichtung. Was ihr vermisst, dann müssen wir einen Ersatz finden. Blabla, Zukunft ist nicht wichtig. Glaubst du, oh je, ich habe meinen Kräuteralmanach verloren. Dein was? Ja, ein Buch. Geht zur Celestine, er soll noch eins haben. Wo finde ich ihn? Gleich links von hier. Alter! Ich bin nicht mal verheiratet und die Frau sagt mir jetzt schon, was ich zu tun habe. So, du warst der Typ, mit dem ich quatschen sollte. Das mache ich dann aber erst gleich. Ich will erst nochmal alle abklappern hier. Ich glaube, hier hat Jared gewohnt. Wenn ich mich richtig erinnere. Waffenschmied. Schnell besorgen konnte. Jo, hier hast du deinen Bundle. Weiße Seiten zu Irgon. Ich glaube, das Shirt taugte sogar zu was, wo ich den Namen gerade lese. Bla bla bla. Der Sattler. Yo, du hast für meinen unverfetten Goal Sattel gemacht. Hier habe ich die Erpresser verprügelt. Hier habe ich die anderen Hampelmänner zusammengedroschen. Die Typen haben mich noch immer nicht reingelassen. Ja, das ist irgendwas mit den Wellen, mit geheimen Docks. Blablabla. Genau. So. Kräuter kommen nach. Wie schön, können wir ihn uns borgen? Wir können bestimmt zu einer Einigung kommen. Eine Einigung? Du weißt schon, eine Hand wäscht die andere. Ich habe gelernt, niemand einfach so die Hand zu geben. Ja, die könnten Corona haben. Und das Video ist nicht mehr monetarisierbar. Nicht, dass ich sowieso wäre drauf geschissen. Ein Typ soll mir ein Buch wiedergeben. Hm, meine Geduld und Lustigkeit haben Grenzen. Ja, er sollte dem zeigen, dass man nicht so einfach tun darf. Warum geht's? Ich glaube, es war, ja, Fred. Gut, schlagen wir Fred zusammen. Juhu, Fred, aufs Maul! Komm her! Schläge muss es geben! Fred, komm her! Schickt euch! Ja, er sagt, du hättest ein Buch vor ihm, das er zurückhaben will. Das bekommt ihr nicht, es gehört mir! Es mir! Mir! Beruhige dich doch! Nein, schnappt sie euch! Sie dürfen es mir nicht wegnehmen! Und deswegen bin ich der Meinung, dass Prügel ab und zu eine wichtige Lektion im Leben ist. Siehste, einmal Prügel, tut nur einem weh, Problem gelöst. Na gut, nehmt es, mir reicht's, mir reicht's. Wir haben das Buch los, bringen wir es zu Typi. Ja, bevor wir es zu ihm aber bringen, will ich nochmal eben kurz das Schiff außerhalb der Stadt hier eben schnell machen. Oder, ne, ich will erst nochmal eben kurz gucken. Das Schwert, ob das zu irgendwas besser war. Gruppe. Ausrüsten. Das war das Sternlicht. Betäubt. Bäh. Ist bedeutend schwächer als mein jetziges Ding. Das Ding hier.
ist noch schwächer als mein jetziges, das werde ich aber auch noch verbessern und hat auf, es hat viel mehr Rüstung. Yo! Die Domia-Platten, da hielt vorerst nichts mit. Die Tailhelm war auch nichts. Das Vollgewand, könnte man hier noch irgendwas Besseres haben? Ah, nicht wirklich. Nicht ausrichten. Ausrüsten. Eisenschwert. Ja, das sieht viel besser aus. Das in jedem Fall. Das ist bedeutend besser. Das ist wieder besser. Ach, lass mal so. Dann Schmied, das warst du. Eragon, weiße Seide. Jo, rotes Öl, Giftöl und Polieröl, jawoll. Ordentlich polieren. Militärhelm. Der. 5 Kraft. Oder muss gleich Rüstung. Ja, nehmen wir mal die. Dann nochmal Brom. Die Zange. Die besseren Sachen sind meistens unten und kosten dann auch in der Regel ein bisschen mehr. Zum Glück habe ich so hardcore auf klein gegrindet, dass ich 5000 habe. Dass ich mir das easy leisten kann. Aber ich habe schon mal gedacht, ich wiederhole es nochmal. Die Kosten nach hinten hin explodieren irgendwann mit den ganzen Superöl und Stempeln und alles. Das wird schon echt krass. Bam! Bam, bam. Aber ich habe mit Männern plötzlich keine Magie. Der fällt auch so um. Joinks. Nimm Hiebe! Kaboom! So, tot. So, da war das Schiff. Das muss das Schiff sein, von dem der Reisende erzählt hat, die Talon. Ich frage mich, warum die Söldner so daran interessiert sind, es zu bergen. Diese Leute haben... Die Leute da bespitzt sind unser Vorhaben. Schnappt sie, Männer! Nimm dies. Boom, boom, boom. Ja, lebst du denn über den Angriff? Autsch. Ja, läuft auf jeden Fall schon mal besser als die letzten Male. Zum Beispiel jetzt auch mit Full Life 4 antrabe. Und ein bisschen Stärke gelevelt. Autsch. Was, obwohl ich gelockt habe, mit einer Schaden. Bam, bam, bam. Yo, Saphira macht keine halben Sachen. Stich den mal ab. Und du stich den da. Bam. Dat. Yo, das lief bedeutend besser. XP ist immer noch sehr gut. Und die zweite Welle, wenn etwas ordentlich erledigt werden soll, mach das selber. Doppel. Hau den Typen mal. Bam. Falsche Taste. Bam, bam, bam. Schade, kein Einfrieren. Wow! 1000, aber das ist gar nicht mal so viel. Saphira muss echt viel Leben haben. Mittlerweile. Fall um, fall um, fall um. Ich hab gesagt, fall um. Dankeschön. Boom. Au. Fall um. Level up für Brom. Sehr schön. Eragon hat auch fast ein Level up. Ja, weiterhin der Magiewiderstand. Das ist sehr gut. Stahlstacheln, das ist von Saphira, cool. Bebändert von Saphira. Lederbandhelm ist von Eragon. Heizzahnpanzer, davon habe ich glaube ich auch schon ein paar. Uralte Schnur, das war was für zum Bögen aufbessern. Ansonsten war hier oben eine ganze Menge nichts.
Joinks. Ah, zu früh. Geblockt. Meditation. Der Pan hat's geklaut, das will ich wieder haben. Ja, das war echt die Spezialität von den Dieben hier, die sie halt ab und zu mal was abgezogen haben. In Form von Items. Prisma ist weiterhin meine einzige AoE-Attacke. Boom. Und das kostet Probe auch immer weniger Leben, was ich sehr begrüße. Das heißt, dass ich in Zukunft öfters mal mit Magie arbeiten kann, anstatt mit seinen normalen Angriffen. Jawohl, Level Up. Lol, das gab doch richtig viel XP. Ist das hier mein neuer Grinding-Ort? Die Jungs hielten und werden wahrscheinlich auch noch für den absehbaren Zeit ein bisschen mehr aushalten und mir noch weiter ordentlich Schaden drücken. Schüler. Oh, der Schüler war, glaube ich, wenn ich mich erinnere, ein relativ gutes Item. Bam, bam, bam. Mach den mal kaputt mit... Präsentier! Feuer! Bam! Bam! Bam, bam. Ah. Ja, das war, glaube ich, Krankenwagen oder Polizei. Ich habe Fenster offen, weil... Oh, schön frische Luft. Erfrischt. Außerdem habe ich hier noch Wäsche, die trocknen soll. Jawohl, Level Up. Jo, die XP lässt sich relativ gut sehen. Hier kann ich noch eine Weile grinden. Das mache ich dann aber offscreen. Momentan werde ich Progress erzeugen. Bam, bam, bam. Ja, die sind wieder ein bisschen schwächer, die Jungs. Panzerung 3. Schüler. Ey, Leute, könnt ihr mir aufhören, mein Zeug zu klauen? Gesundheit. Ah, Mist. Ich dachte, ich bin mit Saphira dran. Mach kaputt. Ah, ich muss echt aufhören, diese Taste immer drücken zu wollen. Boom. 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 Brachten kaum noch Erfahrung. Genau. Jetzt habe ich auch das Schiff erledigt. Zurück in die Stadt. Auch ich habe gerade mal Lust und Laune. Typ, gib mir irgendwas Cooles. Als Lyrio und ich die Bäche gekreuzt haben, das war schön. Ey, Typ, du sollst für mich angeln. Jo, angel mal. Mach ich vielleicht mal offscreen, um ihm vielleicht ein paar Sachen zu bekommen. Vielleicht ein paar neue Zangen und ein paar neue Hämmer oder Stempel. Lederstiefel, ja. Typ, ich habe mich um dein Problem gekümmert. Yo. Du hast auch nichts Neues zu sagen. Fred, willst du nochmal Schläge? Ja, offenbar ja, aber ich kann es nicht machen, schade. So, das wird dit. So, du wolltest dein Buch wieder haben? Celestino, gut. Ich hoffe, ihr habt Fred gezeigt, was mit dem passiert, die Bücher nicht zurückgeben. Ich hätte es jetzt gesagt mit Leuten, die das Eigentum von anderen Leuten nicht respektieren, aber ja, meinetwegen. Ich glaube, in seinem Leben hat er das Kapitel begonnen. Ja, das Kapitel der Leben mit Leben ohne weniger Zähne. Mit ohne weniger Zähne. Ich laber einen Scheiß. Gut gemacht, ihr habt das Buch. Vielen Dank. Nein, ich habe euch zu danken. Ihr geht an zur Familie. Habe ich von dem Typ nicht auch nochmal das Lesen gelernt? Das kam wohl dann einen Monat später. Jetzt kommt erstmal Angie! Hier ist deine Bucke. Selmholz. Oder war das hier?
Oder war das hier das Jelmholz? Was ich damals übersehen habe, ich weiß nicht. Was blaue Funke. Vielleicht war es auch das, was ich damals übersehen habe, statt dem Holzballen oder den Seidenballen da. Auf jeden Fall, irgendeinen Grund hat es halt damals gehabt, dass ich mich so dämlich überlevelt habe wegen irgendwas. Und ich glaube, das war das hier, weil das war auch storyrelevant. Es ging ja ohne nicht weiter. Die Stahlballen konnte ich ja übersehen. Ich glaube, dieses LP wird sich in Länge ziehen, nur wegen diesen ganzen Kämpfen. Ich könnte die raufschneiden, will ich sie nicht. Das wäre mir ein bisschen zu viel Aufwand. Obwohl, es müsste nicht auch relativ einfach gehen. Aber ich könnte sie auch beschleunigen. Aber das käme dann irgendwie so ein bisschen billig rüber. Muss ich mal gucken. Wenn ich irgendwann keinen Bock mehr habe auf den ganzen Mist, dann mache ich es vielleicht. Ansonsten bleibt es erstmal so, wie es momentan ist. Aber ich sollte die Typen hier nicht unbedingt alle mitnehmen, weil... Vielleicht mache ich das sogar einfach gerade mal, dass ich hier rausschneide, wie ich gegen die alle kämpfe. Weil das habe ich alles erstens schon mal gemacht. Und ja, es ist nicht unbedingt spannend, die alle nochmal umzunieten, weil das habe ich erst schon gesehen, zweitens bringt es nicht mehr viele Erfahrungspunkte. Und das Jemholz ist hinten in dem Ding, wo ich in der zweiten Ebene, wo ich schon mal war, wo ich meinte, hier müsste es doch eigentlich gewesen sein, und dann war da nichts. Ich denke, das werde ich so machen, weil sonst werde ich über den Rest der Folge hier nur noch, wie ich mich hier durch die Gegend prügel, und das ist nicht wirklich spannend. Also, ich versuch's einfach mal. Pause. So, Pause beenden. Jo, das ging jetzt relativ zügig und es scheint auch funktioniert zu haben. Denn, oh, warte mal. Vielleicht habe ich mal, das habe ich auch gesehen in meinen Aufnahmen, das ist nicht unbedingt gerade geworden. So, das ist jetzt hoffentlich gerade, das sieht vielleicht ein bisschen schöner aus. Hoffe ich zumindest. Lange Rede, kurzer Sinn. Oder noch kürzer. Oder kurze Rede, noch kürzerer Sinn. Ich stehe jetzt hier vor der Passage, durch die ich schon mal gegangen bin. Das sollte jetzt auch eigentlich ganz gut funktioniert haben mit dem Schnitt. Weil die Technik macht es ja möglich. So. Gehen wir durch. Und da ist es. Das sieht aus wie Jelmholz. Das sieht wie das irgendwas aus, was Angela haben wollte. Warum will sie mir unbedingt die Zukunft voraussagen? Weil sie nichts Besseres zu tun hat. Sie ist älter und weiser, als sie aussieht, Eragon. Es wundert mich nur, dass sie mich nicht so richtig an sie erinnern kann. Ich habe nur eine vage Erinnerung an sie von vor langer Zeit. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich irgendwer was zu erzählen können, der die Bücher gelesen hat. Ich kann's nicht. Wir sollten nach Dingens zurück. Jelmholz. Jehold. Ja, der Weg ist jetzt auch nicht unbedingt viel spannender. Ich würde sagen, ich mache wieder kurz einen Schnitt. Und dann sehen wir uns vor Angela. Das ist, glaube ich, cooler, als wenn man jetzt hier sieht, wie ich mich nass durch die Gegend prügle. So, da sind wir wieder. Ja, wir sind jetzt wieder vor Angie. Mädel, hier haben wir dein Zeug. Ich habe das hier im Holz für dich. Sagst du mir jetzt die Zukunft voraus? Du wirst eines Tages sterben. Dunkle Zeiten liegen vor dir. Ich sehe Tod in deiner Zukunft. Und eine Verfolgungsjagd. Oh, wow! Bei den momentanen Zeiten ist das echt eine vage Voraussagung. Sieht eher nach meiner Vergangenheit an. Yeah. Ich sehe Elfen und Zwerge in deiner Zukunft, eine Wüste und einen Drachen. Ganz klar, ich gehe mit euch. Ey, das Mädel ist so klasse. Was, wie kannst du dich einfach so meiner Gruppe anschließen? Weil die Programmierer es mir befohlen haben. Ich muss da sein, wo etwas los ist. Und du wirst mitten im Trubel stecken. Brumm. Angela, wir suchen einen Händler namens Jeort. Hast du vielleicht schon einmal von ihm gehört? Brumm ist Opportunist. Und Eragon ist ohne Weichklos. Natürlich habe ich das. Ein hübscher Bursche, geschickt mit dem Rapier. Nörgelnde Ehefrau. Mann, wir sind nordwestlich von hier. Katharinas Stufen sind auf Angelas
bin Angelas Form von Ausbildungspunkten zugeschlagen worden. Ruf Angelas Ausbildungsminus, um die zugeordneten Punkte auszuteilen. Jawohl! Gruppe? Angela, na, die Kröte Omi sollst du nicht spielen. Ausrichten. Sie kann nicht Ausdauer. Was schade ist. Ich könnte mit ihr auf Waffe gehen und das mache ich jetzt halt schon mit Aragorn. Jagd, sie ist halt mehr der Nahkampftyp, wenn ich mich richtig entsinne. Ah, was mache ich? Ich meine, ich könnte mit ihr die Kräuter-Omi machen, das wäre bestimmt witzig. Ich könnte auch Jagd machen, dann könnte ich... Ah, schwierig, 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 was mache ich? Magie, dafür habe ich ja schon meinen Brom. Kräuter brauche ich halt echt nicht. Ausdauer geht nicht. Jagd. Sie hat halt keinen wirklichen Bogen. Also, machen wir das eigentlich Sinnvolle. Alles in Waffe. Habe ich halt zwei von den Jungs. Ich muss irgendwann mal meinen optimierten Run machen. Das heißt dann, dass ich mit Aragorn nicht auf Waffe gehen sollte, sondern wahrscheinlich dauerhaft auf Jagd. Egal. Machen wir jetzt so. Jo, lassen wir so. Schauen wir mal. Ausrüsten. Ich hatte ja auch schon ein paar Sachen für sie gehabt. Schwertstab. Jo, sie war mir so der Stangentyp. Glück. Was soll das jetzt mal? Bluten. Bluten ist cool. Das macht nämlich auch nicht Damage. Boah, der Schaden geht hier brutal hoch. Bisschen weniger Leben, weniger Kraft. Rüstung geht rapide runter. Ah, Damage. Haue muss es geben. Muss ich mir was? Du musst jetzt auch mal mit zum Schmied. Wow, sie ist Stufe 31. Sie wird doch richtig brutal Level anziehen. Das hier war dann, glaube ich, sein Anwesen. Sei gegrüßt, wohnt hier Jirt. Helen, geht weg, wir haben kein Zeit für Bettler. Nett, wir sind keine Bettler. Wir sehen nur so aus. Der alte Freund, der ist beschäftigt. Sag ihm, dass ein Freund aus Gilead gelehrt. Hier ist, wir wollen sehen. Na gut, ich sag es ihm. Woher kennst du diesen Jörg-Brom? Kann man ihm trauen? Ich würde ihm mein Leben anvertrauen. Er hat mir in schlimmen Zeiten beigestanden. Brom, Gilead, du bist dieser Brom? Wie sag ich immer Brom? Brom! Ihr zwei kennt euch? Ich habe von ihm gehört. Du bist in der Gesellschaft, mein junger Freund. Still, ihr zwei. Überlasst mir das Reden. Ja, überlasst dem Reden dem Profi. Beim Lichter. Brom! Ja, wie schön, dich zu sehen, Jörg. Komm rein, komm rein. Es ist viel zu erzählen. Jetzt halt wartet hier. Ich will bald zurück. Ich gehe jetzt erstmal saufen. Was machst du da, Angela? Ich belausche Brom und hier. Die Frau ist super. Du belauschst sie. Warum? Ich darf hier nicht gerne im Dunkeln. Jeder vernünftige Mensch tut das nicht. Aber wie? Also wirklich, Junge. Hörst du das nur mit den Ohren? Ist das die alte Sprache? Dein Wissen ist erstaunlich gering. Brom, du siehst ja aus wie ein Bettler. Das habe ich schon mal gehört. Am besten, du nennst meinen Namen nicht so laut. Man weiß ja nie, wer gerade mithört. Primär dein Vibe. Bist du in Gefahr? Brauchst du Hilfe? Mein Freund Aragorn und ich haben alles im Griff. Momentan jedenfalls. Aragorn, dieser Name. Du meinst, er ist der Besagte? Ja, das ist er. Ich war auch überrascht. Wir verfolgen die Razak. Die Jäger. Der Jäger wird zum Gejagten, was? Glaubst du, dass sie in Terim sind? Nein, aber wir brauchen die Frachtpapiere aus Terim, um sie aufzuspüren. Ah, ich verstehe. Ich kann euch in die Burg bringen, aber das wird sehr gefährlich. Andererseits hast du die Gefahr noch nie gescheut. Jörg kann uns reinbringen, damit wir die Aufzeichnung lesen können. Dann sollten wir gehen.
Stimmt was nicht, Eragon? Ich kann euch im Archivraum nicht helfen. Warum nicht? Ich kann nicht lesen. Der große Witz ist, wenn ich mit ihm auf Magie gegangen wäre, hätte er die Magiebücher gelesen. Aber kann dann immer noch nicht lesen. Das erfüllt uns natürlich die Sache. Ich habe eine Lösung. Celestino ist ein ausgezeichneter Lehrmeister fürs Lesen. Dann sollten wir Celestino aufsuchen. Ja, aber ich sehe gerade wieder, ich habe eine halbe Stunde. Celestino war, glaube ich, hier unten links. Aber mit dem sprechen wir dann beim nächsten Mal. Ich würde sagen, ich bin der Fjut, das war Eragon, Part 31 oder so. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.